Hallo, mein Name ist Paul Stephan und ich möchte euch kurz die beiden virtuellen Veranstaltungsreihen vorstellen, die wir von der Halkyonischen Assoziation für radikale Philosophie in den kommenden Monaten geplant haben. Die erste trägt den Titel Neue Perspektiven auf die Krise der Linken, eine philosophische Gesprächsreihe. Wir haben etwa 20 Diskutantinnen und Diskutanten eingeladen, um mit uns im Wahljahr über verschiedene Grundprobleme aktueller linker Theorie und Praxis zu diskutieren. Beispielsweise über den Gegensatz von Klassen und die Identitätspolitik und Political Correctness. Dabei soll es nicht darum gehen, die längst geführten Debatten nochmal zu wiederholen, sondern einen neuen Fokus auf sie zu richten. Eben eine philosophische und radikale Perspektive. Es sind 6 Termine geplant, die meistens am zweiten Sonntag im Monat um 16 Uhr stattfinden werden. Ich bin der Moderator, aber am 2. Mai werde ich mich selbst mit Emanuel Seitz über meine Bücher zum Thema Links-Nietzscheanismus unterhalten und die Frage, was die heutige linke Politik von Nietzsches Apologie der Leidenschaftlichkeit lernen könnte. Am 8. August wird sich die Redaktion unserer Philosophiezeitschrift Narthex, Heft für radikales Denken, über das Thema der kommenden Ausgabe austauschen, die Apokalypse. Und kurz vor der Wahl am 12. September wollen wir die ganz grundsätzliche Frage diskutieren, was das Ziel linker Politik ist, was ist mit der Utopie? Man mag nun ein offensichtliches Thema in dieser Aufzählung vermisst haben. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, der Corona-Politik keinen eigenen Termin zu gönnen, auch wenn das Thema sicherlich bei der ein oder anderen Diskussion berührt werden wird. Dafür organisieren wir aber im kommenden Sommersemester eine komplette Vorlesung zur philosophischen Kritik der Corona-Politik. Der Münchner Professor Hans-Martin Schönermann wird jeden Mittwoch zur besten Sendezeit, also um 20:15 Uhr, einen Aspekt der Corona-Politik berühren. Die Vorlesung ist zugleich ein Durchgang durch die radikale Philosophie des 20. Jahrhunderts. Einige ihrer wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter werden behandelt werden. Von Walter Benjamin über Hannah Arendt bis hin zu Gilles Deleuze und Giorgio Agamben. Es handelt sich also zugleich um eine allgemeine Einführung in radikale Philosophie. Am 14. April geht's los. Beide Veranstaltungsreihen werden hier auf YouTube stattfinden in der Form von Livestreams. Man soll sich über den Chat an der Diskussion beteiligen können. Alle Veranstaltungen werden aber auch aufgezeichnet und können dann nachträglich angeschaut werden. Per Mail an uns kann man sich zudem zur Teilnahme an der Vorlesung von Hans-Martin Schönermann per Kamera und Mikrofon anmelden. Trotz der schwierigen aktuellen Umstände haben wir also in diesem Jahr einiges auf die Beine gestellt und freuen uns auf euch. Auf bald!